Dein Schätzchen, mein Achsen 107, ich begreife den ganzen Kummer. Welchen der Tod des armen Napoleon dir verursachen muss, und du kannst ebenfalls mein Bedauern einsehen. Ich wünsche, bei dir zu sein, damit du in deinem Schmerzen massiger und kluger wärst. Du hast das Glück gehabt, nie Kinder zu verlieren. Dennoch ist dies eine von den Bedingungen und Kümmernissen, die an unser menschliches Elend geknüpft sind. Ich wünsche, du erfahren, dass du Vernunft gewesen bist und dich wohl befindest. Möchtest du wohl meinen Kummer vermehren wollen? Lebe wohl, meine Freundin. Denn 16. Mai 1807. Ich erhalte deinen Brief von 6. Mai. Ich sehe schon den Schmerz, welchen du empfindest, und fürchte, dass du nicht vernünftig sein, sondern dich so sehr über das Unglück betrüben wirst, welcher uns getroffen hatte. Leb wohl, meine Freundin. Ganz der Deinige. Den 20. Mai 1807. Ich erhalte deinen Brief von 10. Mai und sehe, dass du nach Liegen gegangen bist. Ich glaube, du konntest etwa für 10 Tage dort zu bleiben. Es würde den Belgiern lieb sein und dir so sehr strunge deinen. Mit Verdruss habe ich gesehen, dass du nicht klug gewesen bist. Der Schmerz hat Grenzen, die nicht überschreiten darf. Erhalte dich für deinen Freund und glaub an meine Liebe. Denn 24. Mai 1807. Ich erhalte deinen Brief aus Laeken. Ich sehe mit Bedauern, dass dein Schmerz noch derselbe und dass Hortens noch nicht angekommen ist. Sie ist nicht klug und verdient nicht, dass man sie liebe, weil sie nichts geliebt hat als ihre Kinder. Sieke dich du beruhigen und mache mir keinen Kummer. Für jedes unabwendbare Übel muss man Trost zu finden suchen. Lebe wohl, meine Freundin, ganz der Deinige. Den 26. Mai 1807. Ich erhalte deinen Brief von 16. Mit Vergnügen habe ich gesehen, dass Hortens in Laeken angekommen war. Das, was du mir von einer gewissen Betäubung sagst, worin sie sich noch immer befindet, tut mir sehr leid. Sie muss großen Mut fassen und sich zusammennehmen. Ich begreife nicht, warum sie ins Bad gehen soll. Sie würde sich so bares weit mehr zerstreuen und mehr Trost finden. Es gehe dir wohl, sei heiter und bleib gesund. Meine Gesundheit ist sehr gut. Lebe wohl, meine Freundin, aller dein Kummer schmerzt mich sehr. Es ist mir unlieb, nicht bei dir sein zu können. Den 2. Juni 1807. Meine Freundin, ich erfahre die Ankunft zu Mamison. Ich habe keinen Brief von dir. Ich bin böse auf Hortensien. Sie schreibt mir nicht ein Wort. Alles, was du mir von ihr sagst, bekümmert mich. Wie kommt es denn, dass du sie nicht hast? Ein wenig zerstreuen können? Ich hoffe, du wirst dich zusammennehmen, dass ich dich nicht ganz traurig finde. Ich bin seit 2 Tagen in Danzig. Das Wetter ist schön und ich befinde mich wohl. Ich denke mehr an dich, als du in einen Abwesenden denkst. Das lebe wohl, meine Freundin. 1000 schöne Sacken. Schicke Hortensien den beliegenden Brief. Den 2. Juni 1807. Ich habe heute zu Marienburg übernachtet. Gestern habe ich Danzig verlassen. Alle Briefe, die von St. Cloud kommen, sagen, dass du immer weinst.
Und das ist nicht gut. Du sollst dich wohlbefinden und zufrieden sein. Hortens ist noch immer in einem traurigen Zustand. Was du mir von ihr schreibst, regt das Mitleiden. Lebe wohl, meine Freundin. Glaub an die ganze Liebe, weil ich für dich fühle. Den 6. Juni 1807. Ich befinde mich wohl, meine Freundin. Dein Brief von gestern hat mich betrübt. Wie es scheint, hast du Kummer und bist nicht vernünftig. Das Wetter ist sehr schön. Lebe wohl, meine Freundin. Ich liebe dich und wünsche dich heiter und vergnügt zu wissen. Schriedlin, den 15. Juni 1807. Meine Freundin, ich schreibe dir nur ein Wort, denk. Denn ich bin sehr müde. Ich habe schon mehrere Tage bewackert. Meine Kinder haben den Jahrestag der Schlacht von Marengo würdig geführt. Die Schlacht von Friedrich für mein Volk ebenso berühmt und rühmlich sein, die ganze russische Armee geschlagen, achtzig Geschütze erobert. 30.000 Mann gefangen oder tote. 25 russische Generale tote, gefangen oder verwundet. Die russische Garde vernichtet. Das ist ein würdiger Schwester von Marengo aus der Litonien. Das Bulletin wird dir das übrigens sagen. Mein Verlust ist unbeträchtlich. Ich habe mit Vorteil gegen den Feind manövriert. Sei ohne Unruhe, sei zufrieden, lebe wohl, meine Freundin, ich reite aus. Man kann diese Nachricht aus Notiz ausgeben, wenn sie vor dem Bulletin ankommt. Es können auch die Kanonen gelöst werden. Kein Besseres für die Notiz erfassen.